Hallo und guten Morgen, Freunde. Ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott, allesamt miteinander. Ich möchte meine letzten beiden oder meine letzten drei Videos noch ein bisschen kommentieren, damit dieser Ruf, den ich da aussende an euch, ein bisschen eindringlicher wird. Wir schweben auf einen dritten Weltkrieg zu und das scheint vielen Leuten nicht bewusst zu werden in Europa. Ja, ich habe gesagt, dass Russland, und das kann man auch gerne nachgoogeln, dass Russland die modernste und stärkste Atommacht der Welt ist im Augenblick. Russland hat durchaus sehr, sehr viele atomwaffenfähige Interkontinentalraketen, also Trägersysteme für Atomwaffen. Das fängt an bei der Sarmat, das hört bei der Kindschar nicht auf und geht weiter bei der Iskander. Und es ist ganz klar, wenn die NATO die Sicherheitsinteressen der Russen verletzt, dann wird Russland diese Atomwaffen auch einsetzen müssen. Jetzt kann im Westen oder bei der NATO vielleicht die Meinung vorherrschen, ja, die holen wir schon runter. Die holen wir schon runter vom Himmel, diese Iskander und Sarmat und Kindschal und wie sie alle heißen. Aber nein, ich glaube, da täuschen wir uns gewaltig. Um jetzt diese Raketen vom Himmel zu holen, ja, abzuschießen, aufzuklären und abzuschießen, bevor sie irgendwo einschlagen, da gibt es ja die sogenannten Frühwarnsatelliten. Ja, die arbeiten, glaube ich, mit einer Infrarotfrequenz, da muss ich nochmal nachschauen. Ihr werdet mich sicherlich berichtigen, wenn ich da einen Käse erzähle. Auf jeden Fall sind das Frühwarnsatelliten und darauf beruft sich ein bisschen die NATO, naja, wir sind schon geschützt. Aber das wissen die Russen auch. Und was werden sie machen, bevor sie ihre Sarmat, Iskander und Kindschal hochschicken über die Atmosphäre in unsere Richtung? Naja, die werden alle versuchen, diese Frühwarnsatelliten zu neutralisieren. Um jetzt die russischen Raketen abzufangen, da berufen sich die Amerikaner im Wesentlichen auf das National Missile Defense System. Das ist in den USA stationiert und das soll vor allem, ja, es ist strategisch, das soll alle Raketen, die im Anflug auf die USA sind, vom Himmel holen und zerstören, bevor sie irgendwo einschlagen. Ja, dann haben wir noch die Aegis. Aegis ist auch ein amerikanisches System. Das ist in Polen und Rumänien stationiert und natürlich die Patriot. Lass uns einfach mal die Behauptung aufstellen, dass es diesen Raketenabwehrschirm gelingt, von 100 russischen Raketen 65 abzuschießen. Dann wären aber immer noch 35 durch. Und für Europa reicht das. Dann haben wir ein atomarisches Inferno. Ja, 35 Atomraketen, die in Europa einschlagen, das reicht. Mehr brauchen wir nicht. Und jetzt ist die Frage, wollen wir das wirklich? Können wir das wollen? Ja, ich denke nicht. Eigentlich müsste die ganze Bevölkerung auf die Straße gehen und sagen, stopp, keinen Krieg bei uns in Europa. Es reicht. Wir hatten schon zwei. Und dann müssen wir ja auch noch hinzufügen, dass die Ukraine ja die Erfahrung gemacht hat, dass zum Beispiel die Patriot nicht hundertprozentig perfekt ist. Die hat ihre Fehler. Die mussten dann ganz einfach feststellen, dass es einigen Kindschals doch gelungen ist, in Kiew die Targets, die Ziele, die angesprochenen Ziele zu zerstören, trotz Patriot. Das heißt, alle Systeme haben eine Fehlerquote und kein System ist perfekt. Und für Deutschland würden fünf reichen, ja? Berlin, Hamburg, Büchel, Ramstein und Kaiserslautern. Aus die mausende Gelände, rien ne va plus. Fini la comédie. Wollen wir das wirklich? Ich glaube nicht. Dann habe ich ja gestern noch argumentiert, dass das aktuelle Kriegsgehabe der NATO irgendwas mit den US-Präsidentschaftswahlen zu tun habe. Ja, und man hat mich gefragt, Thomas, warum? Es ist einfach. Im November wird Trump US-Präsident. Ganz klar. Und Donald Trump war der einzige Präsident, der, ich glaube, seit 70 Jahren keinen Krieg begonnen hat. Das heißt, Donald Trump wird sein Land nicht in einen Krieg mit den Russen führen. Ganz im Gegenteil. Er wird die Deeskalation suchen. Es gibt im Augenblick aber Mächte, die mit aller Gewalt einen Krieg mit den Russen suchen, auf europäischem Boden. Und diese Mächte wissen ganz genau, wenn Trump Präsident wird, dann wird es keinen Krieg geben. Also ist es ein Zeitfaktor. Es muss schnell gehen. Ein Krieg muss jetzt her. Das ist total bekloppt. Das macht Angst. Und das Schlimme an der Sache ist, dass fast alle Staatsmänner, alle europäischen Staatsmänner den gleichen Tenor anschlagen. Ja, wir suchen jetzt einen Krieg mit Russland. Wir wollen kriegstüchtig werden. Wir müssen uns vorbereiten, weil der Russe uns angreift. Wir müssen uns verteidigen, wir müssen unsere Truppen an die NATO-Ostflanke verlegen und so weiter und so fort. Also das ist sehr schlimm, was da abgeht. Der russische Präsident, der hat da schon eine eindeutige Warnung ausgesprochen und der hat schon gesagt, bis hierher und nicht weiter. Man muss den Putin nicht mögen, aber er ist immer noch ein russischer Präsident, der, ich sag's mal ganz vorsichtig, doch ein bisschen moderat agiert.
Da sitzen im Kreml Hardliner, also an der Seite von Putin, die nicht so moderat drauf sind. Und die hätten schon längst auf diese Aggression der NATO geantwortet. Jetzt bereits. Und jetzt frage ich nochmal als alter Militär. Meine Frage geht an alle Militärs da draußen in der NATO, ja, an die Verantwortlichen, an die Generäle, an NATO-Stab. Seid ihr alle verrückt geworden? Was macht ihr da? Ihr spielt mit dem Feuer. Das ist crazy. Aber ihr vergesst eins. Ihr spielt mit unserem Leben. Und wir sollten da alle aufstehen und sagen, nein, hört auf mit dem Scheiß. Wir wollen das nicht. Wir brauchen das nicht. Krieg ist scheiße. Jetzt komme ich nochmal auf das tolle Raketenabwehrsystem zu sprechen, das wir in der NATO haben. Ich lese euch mal einen Text vor und der stammt von deutschlandfunk.de. Da kriegt ihr auch das Gruseln, wie ich es gestern gesagt habe, ja. Die sind nämlich durchaus anfällig für Fehler. Denn bei der Atomraketenabwehr kann einiges schiefgehen, allein schon bei Start und Steuerung eines Abwehrflugkörpers. Ja? Hier steht's. Er startet nicht, er fliegt in die falsche Richtung, sagt Götz Neueneck. Wer Götz Neueneck ist, das weiß ich nicht, das könnt ihr vielleicht mal hier nachlesen. Das Steuersignal geht verloren. Das Steuersignal geht verloren. Haben wir es doch schon, ja? Es gibt einen Rechenfehler. All diese Dinge sind möglich. Und Raketenschirme lassen sich durch Täuschmanöver austricksen. So kann die angreifende Rakete zusätzlich zu den Sprengköpfen auch Dutzende von Attrappen mit sich führen. Und die werden dann gleichzeitig mit den Sprengköpfen freigesetzt. Dann kommt da vielleicht eine Wolke von 50 Objekten an, die man auf dem Radar nicht unbedingt voneinander unterscheiden kann. Das habe ich doch gerade gesagt. Und das ist das Problem. Das heißt, all diese Raketenabwehrsysteme haben Fehler. Sie sind nicht perfekt und eine kommt immer durch. Selbst wenn man 10 Abfangraketen starten würde, müsste man die mehr oder weniger zufällig auf 10 dieser 50 anfliegende Objekte lenken und von denen ist dann vielleicht gerade nicht der echte Sprengkopf dabei. Leute, und dann steht hier noch ganz groß, dieses Attrappenproblem ist ein sehr großes. Und jetzt nochmal meine Frage an die NATO-Generäle und die Verantwortlichen da draußen in der Politik. Warum diese Eskalation? Warum diese Provokation? Warum jetzt? Warum überhaupt? Und ja, es ist provokant und ja, es ist eine Eskalation. Ganz klar und eindeutig. Ich möchte nochmal mit klaren Worten zusammenfassen, was ich denke. Was ich über die ganze Situation denke. Ich denke, es gibt für Europa keine Bedrohung. Es gibt für die NATO keine Bedrohung. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass hinter dem ganzen NATO-Säbelrasseln die Rüstungsindustrie steckt. Und ich sehe im Augenblick in Europa kaum einen Politiker, der sich für Deeskalation und für Frieden einsetzt. Und das ist eigentlich das, was ein Politiker machen müsste. Wir haben Politiker nicht gewählt, weil wir Krieg wollen. Wir haben Politiker gewählt, weil wir ihnen vertrauen, weil wir in Frieden und Sicherheit leben wollen und weil wir einfach nur glücklich sein wollen, ein Happy Life haben, eine gute Situation. Wir wollen unsere Kinder sehen, wie sie aufwachsen, wie sie in die Schulen gehen, wie sie Karriere machen, wie sie Erfolg haben im Leben. Und wir wollen unsere Kinder nicht sehen, mit dem Helm auf der Nuss, Waffe in der Hand, an der Ostfront gegen Ivan kämpfen. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen alle Frieden. Krieg ist scheiße. Und ich weiß nicht, was in den Köpfen der verantwortlichen Politiker in Europa vor sich geht. Aber eins ist für mich sicher, diese Herren haben ein bisschen zu viel Rammstein getankt. Ja, liebe Leute, mit dieser Message verabschiede ich mich von euch. Ich weise nochmal auf mein Buch hin, Urban Survival, das vielleicht den einen oder anderen Tipp für euch bereithält, wie man sich eben in Krisensituationen, auch in Kriegssituationen verhalten könnte. Ich wünsche euch allen Gesundheit. Ich wünsche uns allen Sicherheit. Ich wünsche euch allen, was ihr euch auch wünscht. Krieg ist scheiße. Amici Legionär, euer Thomas Gast. Ich melde mich ab. Ich bin dann mal weg. Dankeschön. Bye, bye.